Hallo Freunde, willkommen zurück zur UC One Unboxing-Reihe. Heute mit dem Mediabook für Anushka. Mit Hilde Krahl. Ein besonders einfühlsamer Film aus dem Jahr... Das kann man noch rausfinden, aus welchem Jahr er ist. Ich glaube, 30 oder 60. Auf jeden Fall ein Sprachfilm. Wunderbar neu restauriert. Es geht hier gleich los mit der DVD. Hinter der DVD geht dieses Foto von der bösen, bösen Schwiegermutter weiter. Ja, die haben eine ganz heftige, die erste Seite ist schön dick. Hier ist nochmal das Cover. Schön sauber und daneben dieser Gigolo am Telefon. Auf dieser Doppelseite ein fantastisches Setfoto, wie sich Anushka mit der Haushälterin unterhält, weil sie wird ja selber gezwungenermaßen zur Haushälterin oder Haushaltshilfe. Anushka als historischer Film im Dritten Reich. Oh Gott. Also, der Film ist anscheinend aus dem Dritten Reich. Naja, kann man noch lesen. Also hier ist ein Essay. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, indem ihr jetzt auf Pause drückt. Aber natürlich wäre es viel schöner, wenn ihr euch das kauft und euch in Ruhe im Wohnzimmer durchlest. Das Booklet ist sehr gut vernäht. Hier geht das Booklet weiter und es gibt auch Quellennachweise. Ja, falls jemand denkt, das hat sich jemand aus den Fingern gesogen. Nein, es ist alles sehr gewissenhaft recherchiert. Hier ist Anushka mit der Hausdame irgendwo unterwegs zur Feier. Und das ist der Arzt, bei der Anushka im Haus mitputzt oder den Tee serviert. Noch ein sehr gelungenes doppelseitiges Setfoto. Ja. Und hier kommen endlich die Credits, wer Regie geführt hat, wer produziert hat. Ja, der Film ist von 1941. Ja, dass ich mich nicht vorbereitet habe, von der Murnau Stiftung bereitgestellt. Hier nochmal. Und hier, auf dieser Doppelseite sieht man eine sehr hübsche Darstellerin. Wieder am Telefon. Damals hat man anscheinend sehr gern telefoniert. Hier ist eine kleine Auswahl unserer deutschen Klassiker. Hilde Krahl als Anushka. Und ich nehme an, hier geht das Foto weiter hinter der Blu-ray. Das ist die Blu-ray selber. Immer wieder schön dieses Gesicht. Und das ist also das Mediabook für Anushka. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Mediabook, was sich sehr gut im Wohnzimmer macht. Ja, man kann sich schön damit in Stimmung versetzen, bevor man den Film guckt. Oder falls man etwas zu den Filmen wissen will, kann man sich die Essays durchlesen. Schaltet die Glocke ein, aktiviert die Glocke. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren, ist nicht so wichtig. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen, was wir besser machen können in unseren Unboxings. Wir freuen uns sehr darauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!